Heute erzähle ich euch eine zweiteilige Geschichte. Shit happened, 10 Geschichten, 10 Vlogs von mir. Shit happened an den Orten, an die ich euch heute entführe. Erstens. Viele von euch kennen wahrscheinlich Rapper Mittwoch, die realste Cypher Deutschlands. Eine Hip-Hop-Cypher aus Berlin, die mittlerweile auch deutschlandweit tourt alle paar Wochen und wo auf der Bühne Battle-Rap betrieben wird. 2011, 2012 arbeitete ich für den YouTube-Kanal Enter Berlin und ich hatte den Bereich Hip-Hop zugeteilt bekommen. Aber vom deutschen Hip-Hop hatte ich nicht wirklich eine Ahnung. Dann erzählte mir ein guter Freund von dieser Hip-Hop-Underground-Cypher. An einem Mittwoch im tiefsten Winter stand ich also viel zu früh bei Rapper Mittwoch vor der Haustür, hab geklopft, wurde reingelassen und hab erstmal Ben Salomo kennengelernt, der mir komplett erklärt hat, wie der Aufbau ist. Dass es bei RAM, wie Rapper Mittwoch abgekürzt heißt, kein krasses Sponsoring gibt, nicht viel Geld und dass eigentlich alles noch viel Handarbeit ist. Dann habe ich quasi das erste Mal live diese Show erlebt, Rap am Mittwoch, war mittendrin dabei, Atzenkalle ging auf die Bühne, Karate Andy war da, Liquid Walker, es war ein ziemlich fetter Abend und danach war ich Feuer und Flamme für den Shit. Bin zu Ben Salomo und der saß völlig fertig in der Ecke, meinte dann aber auch so zu mir, ey, weißt du was, ich find's total schön, dass du die Show so feierst, aber wir haben riesige Geldprobleme und wenn's so weitergeht, muss ich den Laden zumachen. Als ich das gehört habe, dachte ich mir, naja, da kann man bestimmt einiges machen, weil ich fand, die Videos waren teilweise zu lang, hatten zu krasse Längen. Die Bühnenshow, das Licht, die Kameras, da konnte man überall noch sehr viel verbessern, weil ich fand das damals alles etwas shaky, war natürlich extrem homemade, extrem underground, aber ich dachte, vielleicht professionalisieren wir das ganze Ding mal und habe ihm angeboten, einmal komplett seine Show aufzupimpen und ihm so einen Vorschlag zu machen, wie man es besser machen kann. Also war ich nach 2 Wochen schon wieder bei Rapper Mittwoch und habe mich genau mal umgeguckt. Und nach habe ich einen kompletten neuen Plan entworfen und dann wurde ich Hals über Kopf zum Regisseur ernannt. Was, glaube ich, für Ben Salomo ganz cool war, weil er jetzt mal jemanden hatte, der sich darum kümmert, weil er Milliarden Sachen gleichzeitig machen muss, was sich bis heute nicht geändert hat. Dieser Mann macht wirklich unfassbar viel Zeug, um diese Show am Leben zu halten. Und dann habe ich mit ihm die WMCL geplant. Und um das Ganze auch noch anzukündigen, habe ich mir die Provokation ausgedacht. Ein Format, wo die Battle-Rapper sich vor der großen WMCL-Aktion schon mal gegenseitig ein bisschen anteasen können, ein bisschen beleidigen können. Und mein erstes ganz eigenes WMCL, was ich dann komplett geschnitten und mitorganisiert habe, war Lars Unlimited gegen Drop Dynamic. Da hatte ich halt echt Glück, da ich direkt so einen fetten Fisch bekommen habe. Hat aber extrem viel Spaß gemacht. Der zweite Teil meiner Geschichte baut auf Rap am Mittwoch auf, denn dort habe ich auch einen Haufen MCs kennengelernt, die meine Arbeit gut fanden und dann meinten, so mach doch mal Musikvideos für uns. Ich hatte zu dem Zeitpunkt allerdings erst ein Musikvideo gemacht und das war ein Metal-Video und einige Jahre her. Trotzdem habe ich dann Bock gehabt und habe mit Leuten wie Kassid, Pisek und vor allem Pilz, die der absolute Shit ist, ich liebe diese Rapperin, Musikvideos gemacht. Denn nachdem ich mit diesen Rappern gearbeitet hatte, wurde ein etwas bekannterer Rapper aus dem Berliner Untergrund auf mich aufmerksam. Der Plan, den dieser Mann hatte, war, ein Video zu drehen mit schwarzen BMWs, brennenden Mülltonnen, krassen AKs und vermummten Gangstern. Und zwar in den Berliner Straßen. Und ich meinte schon zu dem ersten Zeitpunkt, als wir sprachen, ja, das könnte ein bisschen schwierig werden, wenn wir mit brennenden Mülltonnen, Waffen und schwarzen Mercedesen durch irgendwelche Nebenstraßen in Berlin fahren. Das könnte unter anderem Probleme geben. Außerdem habe ich keine Waffen und auch keinen schwarzen Mercedes oder BMW. Der Rapper hatte damit gar kein Problem. Der meinte, ey, weißt du was, du packst deine Kamera ein, wir fahren jetzt. Da ich den Typen von Rapper Mittwoch vom Backstage-Bereich kannte, habe ich mir erstmal keine Sorgen gemacht und bin mit eingestiegen und wir fuhren los. Und ich betrat zum ersten Mal in meinem Leben ein Casino. Drin war es relativ bunt, Araber, die Shisha rauchten, Deutsche und Russen, die irgendeinen Kram gezockt haben. Schien eigentlich alles ganz entspannt zu sein von der Atmosphäre her. Und da fiel ein Mann auf, der saß nämlich komplett in einem wirklich schönen Anzug in der Ecke und zwar furchtbar entspannt. Und auf den ging der Rapper mit seiner Entourage und mir zu. Und dann wurde von dem Rapper vorgetragen, was er brauchte. Wir bräuchten einen schwarzen BMW, wir bräuchten mindestens eine Waffe und wir müssten eine Straße finden, wo wir ein bisschen was anzünden können, ohne dass gleich die Bullen kommen. Der Herr im Anzug war furchtbar entspannt, kramte in der Tasche und schob einfach nur so einen Schlüssel über den Tisch. Dann meinte er, macht euch keinen Kopf um die Polizei, geht in die und die Straße. Ich komme in einer halben Stunde nach, baut schon mal alles auf, wir regeln das, kein Problem. Und ich dachte schon, was soll denn der Quatsch hier, was soll das werden, wo soll das hinführen? Von mir aus okay. Dann gingen wir erstmal raus, der Rapper drückte auf den Schlüssel und gegenüber auf der Straßenseite blinkte ein sehr fetter schwarzer Wagen auf. Ich saß dann auf dem Beifahrersitz und habe schon mal so ein paar erste Aufnahmen gemacht, wie der Rapper rappt. Ich dachte mir schon so, ja okay, es wird schon so ein bisschen klassisches Gangster-Video, aber wenn es ihn glücklich macht, können wir es ja gerne machen. Dann fuhren wir in die besagte Straße und dort erwarteten uns auch schon ein paar von unseren Komparsen, die tatsächlich alle schon vermummt waren. Das war voll das gruselige Bild, weil ich fuhr mit dem Wagen da rein, dann standen da irgendwie 15 Leute,
mit Basies, diesen Sturmmasken. Dann kam noch so ein kleines Büsschen und die hatten Tonnen, haben zwei aufgestellt und die Dinger angemacht. Und dann standen halt zwei brennende Tonnen, ein Haufen Leute mit Sturmmasken und ich mit der Kamera. Und der Rapper stand vor denen und meinte halt so, ja, wie sollen wir es denn machen? Was sollen wir machen? Und die Leute in der Straße kamen auch schon aus den Häusern. Also in den Häusereingängen standen schon so Leute, guckten so irritiert, wussten nicht, was sie machen sollten. Und dann kamen die Bullen um die Ecke. Der Polizeiwagen fuhr ganz langsam die Straße entlang und hielt in ungefähr 150 Metern Entfernung. Ich glaube, die wussten selber nicht genau, was sie machen sollten. Und dann kam ein weiterer Wagen um die Ecke, auch ein schwarzer, dunkler Wagen, und ausstieg der gute Herr im Anzug. Der machte sich erstmal ganz gemütlich auf dem Weg zur Polizei, lehnte sich in das Fenster, die machten die Scheibe runter, reichte denen die Hand, redete kurz mit denen und die Polizisten fuhren weg. Dann ging er relativ entspannt zu den Häusereingängen und redete sehr freundlich mit allen Leuten, reichte ihnen die Hand, sagte kurz was und dann drehten wir die Szene. Dann waren wir fertig mit dem Dreh, haben uns wieder ins Auto gesetzt und sind zurückgefahren zu dem Casino. Und dann war erstmal klar, was ich bis dahin nicht gecheckt hatte, dass der Rapper dem Typen im Anzug jetzt einen Gefallen schuldete. Dann haben die beiden sich noch kurz besprochen und zwei von den Kumpeln von dem Rapper standen bei mir. Und ich fragte ihn halt so, was ist denn das eigentlich für ein Typ? Wieso kann der mit den Bullen reden? Wieso kriegt er das hin, dass die Bewohner da alle reingehen? Was ist denn das für einer? Und da wurde mir relativ eindeutig erklärt, dass dieser Typ in diesem Viertel dafür sorgt, dass es den Leuten nicht schlecht geht, dass er sich um gewisse Dinge kümmert, dass er auch in der Politik mitmischt. Dieser Mann sorgt auf jeden Fall in einem sehr Mafia-ähnlichen, donartigen Stil dafür, dass in diesem Kiez die Sachen einigermaßen laufen und hat auch irgendwelche Deals mit der Polizei. Und ich war mir eigentlich sicher, dass es sowas in Deutschland nicht gibt. Ich werde absichtlich nicht sagen, in welchem politischen Bereich er unterwegs ist und in welchem Kiez er wohnt. Deswegen versuche ich das auch so grob wie möglich zu erzählen, damit dann niemand sich auf die Füße getreten fühlt. Oh, ich würde das gerne viel präziser erzählen, aber ich glaube, das ist keine gute Idee. Hip-Hop war vor Rapper-Mittwoch nie wirklich mein Ding. Doch Rapper-Mittwoch brachte mich dazu, selbst mit dem Rap zu beginnen. Ich schrieb eine kleine EP in den Nächten dieser Stadt und hab mich dann selbst auf den Weg zu den Großfamilien von Berlin gemacht. Aber Hip-Hop ist noch immer nicht meine Sprache der Musik. Gesang ist etwas, was für mich einfach besser funktioniert. Nur weil ich KIZ gern mag, heißt es noch lange nicht, dass ich selber rappen kann. Oder Freestyle, bei mir nennt man das schon eher Improvisation.